Also normalerweise, wenn der Tabellenerste auf den Tabellenzwanzigsten trifft, sind die Rollen vor der Partie klar verteilt. Das Gastspiel beim Bonner SC für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Genau die Art von Hausaufgabe, die ein Aufsteiger erledigen muss. Und das ist ja das erklärte Ziel des BVB. Enrico Maaßen und sein Team allerdings gewarnt. Vor zwei Wochen patzte seine Mannschaft beim 1:1 gegen den Tabellenletzten Aalen. Das soll heute nur ja nicht noch einmal passieren. Für die Bonner dagegen sieht es ziemlich finster aus. 9 Punkte bis zum rettenden Ufer der Zeit. Und Chefcoach Björn Joppe meinte auch vor der Partie, klar, wir versuchen alles, aber die Dortmunder sind nicht unsere Kragenweite. Bonn in Rot-Blau, erster Aufreger nach 3 Minuten. Dieses fantastische Tor von Masaaki Takahara, das leider nicht zählt. Vorher ein Foulspiel an Maloney. Aber die Bonner mit einem mutigen Auftritt, ausgeglichenes Spiel in der Anfangsphase, erste Chance. Dortmund für Ansgar Knauf sein Bundesliga-Debüt. Am vergangenen Wochenende in Köln krönte er ja direkt mit einem Assist auf Erling Haaland. Dass er der Regionalliga qualitativ entwachsen ist, sieht man an Szenen wie diesen. Mal schauen, ob er sich ganz oben durchsetzen kann. Halbe Stunde gespielt, der BVB stärker und stärker, ganz fein gespielt. Tashi ist da, 1-0 Dortmund. Das ist für eine Regionalliga-Defensive dann doch einfach nicht mehr zu verteidigen, was die Herren Raschel, Tigges und Tashi da auf den Rasen im Sportpark Nord zaubern. Überragend kombiniert, qualitativ hochwertig und cool abgeschlossen. 9. Saisontor für Richmond Tashi. Zur Halbzeit 0:1, knappe Führung für Dortmund, besonders zu Beginn, der BVB aber mit mehr Problemen als vielleicht vom ein oder anderen Schwarz-Gelben gehofft. Erste Chance für den Bonner SC im zweiten Abschnitt, Daniel Somua, Schwierigkeitsgrad einen Ticken zu hoch für den 31-Jährigen. Knappe Stunde vorbei, Dortmund kontert und Dortmund kontert richtig gut. Steffen Tigges 1:1 mit Jonas Hupe, stark vom Bonner Schlussmann. Aber was Tigges dann macht, ist einfach noch ein bisschen besser. Die Gäste legen nach. 3 Spiele am Stück hat Steffen Tigges zuletzt nicht getroffen. Seine längste Negativserie in dieser Saison bislang. Und das sagt eigentlich auch schon alles darüber aus, wie gut es bei Tigges läuft. 18. Treffer für ihn. Auch er ja zwischendurch immer wieder mal im Kader der Bundesligamannschaft. Kann hier seine Klasse unter Beweis stellen, weil er gut nachsetzt. Und weil er den Schuss richtig, richtig gut trifft. Der BVB jetzt natürlich mit noch mehr Platz zum Umschalten. Bakir umgetreten, aber Vorteil und Steffen Tigges zum zweiten. Nein! Aluminium, danach ist es abseits, aber vorher gut laufen lassen von Schiri Robin Delfs. Die Bonner Hausherren defensiv jetzt doch mit vielen Problemen. Tashi in der Mitte mit dem Schuss und David Winke mit der Hand 11 Meter. Die Proteste auf Bonner Seite jetzt auch nicht übermäßig enthusiastisch. Ja, die Distanz ist sehr kurz, aber gegen eine Hand so weit oben kannst du nur schwer argumentieren. Strafstoß übernimmt Thailand. Du Mann, bleibt cool, richtig stark verwandelt. Das 3:0, die Vorentscheidung, auch Thailand Duman spielt eine richtig starke Saison in der Regionalliga. Aufsteigen wird er allerdings unabhängig davon, ob der BVB Erster wird oder nicht. Ab der kommenden Spielzeit steht er beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag, möchte also in der 2. Bundesliga so richtig im Profigeschäft Fuß fassen. Die beruhigende Führung eine ideale Gelegenheit für Enrico Maaßen, seinen Akteuren schon früh eine Pause zu gönnen. Schon am kommenden Samstag steht die Partie bei der 2. Mannschaft von Fortuna Düsseldorf auf dem Plan. Auf dem Rasen der Bonner SC aber noch nicht gewillt, hier schon komplett aufzugeben, sei mit einem ganz feinen Treffer nur noch 1:3. Keine 10 Minuten nach seiner Einwechslung sticht der Joker technisch einwandfrei dieser Abschluss. Luca unbehauen im Dortmunder Kasten etwas überrascht. In der 84. Minute dann auch Feierabend für Ansgar Knauf, der BSC. Er versuchte nochmal alles, aber der BVB auch defensiv zu stark, zu abgezockt und dann war Feierabend.
Am Ende bleibt für die Bonner also nichts, außer Lob für einen mutigen Auftritt, aber das bringt ihnen im Tabellenkeller am Ende natürlich gar nichts. Dortmund wird dagegen letztendlich souverän seiner Favoritenrolle gerecht und einer, der daran einen großen Anteil hatte, stand nach der Partie bei uns vor dem Mikrofon. Wir haben uns gut reingekämpft ins Spiel. Es war ein schwieriger Platz, schwierige Verhältnisse, aber wir haben Gas gegeben, das 1-0 gemacht, es war gut. Hätten ein bisschen früher das 2-0 machen können, meiner Meinung nach, dann ist das Spiel klarer. Aber am Ende nehmen wir die 3 Punkte mit und das ist das Wichtigste. Die Jüngeren unter euch erinnern sich vielleicht, ganz am Anfang erwähnte ich was von einem Patzer gegen den tabellenletzten Aalen und am selben Abend verlor Verfolger Rot-Weiß Essen gegen eben jene Aalener mit 1-2. Dortmund bleibt somit nicht nur Spitzenreiter der Regionalliga West, sondern kann seinen Vorsprung sogar ausbauen.